Dreh war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Ich musste sogar 2 Tage drehen, obwohl ihr auch, ne? Ja, aber ja, ihr durftet später aufstehen. Ich habe 2 Stunden geschlafen, die anderen nicht. Ich habe nur 4 Stunden geschlafen. Ja, aber ich musste ja die restliche Zeit noch Klamotten für Georg raussuchen. Ja. Ein paar abgelegte von mir. Nee, aber wir haben echt dann lang gedreht und das Geilste war wirklich mit dem Helikopter, weil wir sind echt eingestiegen, damit geflogen und dann so über den Strand und wir waren echt ziemlich weit oben so. Und rausgesprungen sind wir natürlich auch, ist klar. Ja. Ja. Wie hoch war das? Ja, so ungefähr 300, 400 Meter waren das. Nee, das 250 und es war ja über mehr, darum ging das ja nur. Also das war da musste man nur eine Kerze machen. Das war am Ende des Drehs sozusagen, du musst echt aufpassen. Also das ist nicht so einfach sozusagen, weil aus 250 Meter Höhe ist das Wasser schon her. Nee, das war auf jeden Fall sonst ein sehr, sehr cooler Dreh. Und Bill, du hast irgendwie in dem Video eine coole Karre für dich alleine. Ja, die anderen durften nicht mitfahren. Ja, das war ganz gut. Also ich war ein bisschen zu schäbig. Das Ding ist, das haben wir in der Post erst bearbeitet. Dabei war das so ein Müllwagen. Nein, das Auto war echt cool. Das war ganz lustig. Der ganze Wagen war voll, du hast es nicht gesehen, das war echt bis vorne, der ganze Beifahrersitz und alles war voll mit Leuten. Ich glaube, da waren wir echt voll. Das ist ja lustig. Das ist lustig, ne? Und das war tierisch voll. Und wir mussten das echt ein paar Mal drehen, so. Das hat ganz schön lange gedauert. Und aber es hat ganz gut geklappt. Und da waren die anderen dann pennen und chillen und relaxen. Ja. Hey, das war eine Einstellung von einer Viertelstunde. Ja. Bill musste dann nämlich auf der Schreibmaschine was schreiben. Eigentlich wäre es egal gewesen, was er tippt, aber er dann. Ah, nein, ja. Ich hab mich verschrieben. Nein, ich will nochmal anfangen. Die Performance-Ebene war tatsächlich richtig geil. Ich finde, das ist eine der besten Sachen, die wir so in den Videos jetzt bis jetzt hatten. Das ist von den Regentieren so die riesen Boxen, die wir hatten auf jeden Fall. Also das Ding war, wir hatten eigentlich total vorgerüstet. Wir hatten wahnsinnig viele Windmaschinen da und wir hatten wahnsinnig viel Regen. Aber echt auf so einem Berg. Man musste gar nicht mehr viel machen, weil die Haare sind so geflogen. Da oben war so ein Sturm. Wir haben die Windmaschinen komplett ausgelassen. Das heißt, es kam irgendwie nur Regen eigentlich. Ja. Und davon haben wir auch nur die Hälfte benutzt, weil es so heftig war. Aber die Location oben war auf jeden Fall echt einzigartig. Also ich finde es auf jeden Fall bis heute geil. Es war auch extrem kalt, ne? Als wir nass waren, war es echt kalt. Wir waren, wie gesagt, auf so einem Berg und so und das war echt ganz schön kalt. Und dann hatten wir irgendwie diese riesen Boxen, die waren sehr, sehr geil, fand ich. Und dann haben wir die Slow-Motion-Sachen noch gedreht und so. Aber es war ganz cool. Ich muss sagen, aber die Regensachen haben wir so 3-4 Mal gedreht, oder? Hintereinander, als wir dann einmal nass waren.